Rentner brauchen 10% mehr Rente. VdK sagt, Rentenerhöhung 2024 reicht nicht aus. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbreit24.de. Ja, seit dem 19. März 2024 wissen wir es ja nun, die Rentenerhöhung steht. 4,57% mehr Rente soll es oder wird es zum 1.7.2024 für alle gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland geben. Das ist ja erstmal keine so schlechte Hausnummer, aber meine Damen und Herren, der VdK hat heute am 24. oder hat nachgelegt und hat gesagt, nein, das reicht bei weitem nicht aus. Und ich gehe schon mal voll rein in den Beitrag. Ich will mal gucken, dass ich noch ein bisschen größer kriege. Da sehen wir die Frau Bendele, ne, vom VdK, die Chefin vom VdK, die Präsidentin, die sagt, ganz knallhart, Rentenerhöhung reicht nicht. Wir brauchen 10% mehr Rente. Und zwar hat sie gesagt, ja, 4,57%, das ist keine schlechte Rentenerhöhung. Das sind gute Nachrichten, findet auch Verena Bendele. Aber das reicht hinten und vorne nicht aus. Das heißt also, die Erhöhung, die Rentenerhöhung von 4,57% liegt gerade mal 2 Prozentpunkte über der für das Jahr 2024 zu erwartenden Inflation von 2,3%, kann damit die Kostensteigerung ein bisschen auffangen, aber nicht wirklich. Für Rentnerinnen und Rentner wäre es aber dringend notwendig, dass sozusagen ein Ausgleich für die inflationsbedingten Kosten kommt und da müssen mindestens 10% mehr Rente kommen. Das heißt also, Frau Bendele sagt klipp und klar nochmal, wir fordern für das Jahr für 2024 oder 2025 einen Anstieg auf die 10%, dass wir also praktisch mindestens 10% mehr Rentenerhöhung in diesem Jahr bekommen. Meine Damen und Herren, bei dieser Forderung wird es wohl bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die aktuelle Politik in der Lage ist oder das überhaupt aufnehmen wird. Man wird zwar wohlwollend vielleicht mit dem Kopfnicken sagen, ja, schlecht nicht. 6% mehr Diätenerhöhung für Politiker, da ist schon ein bisschen mehr drin, aber für unsere Rentnerinnen und Rentner werden wir nichts mehr im Staatssäckle haben. Aber meine Damen und Herren, ich sage jetzt mal wirklich, 4,57% ist auch nicht so schlecht. Ich habe mir selbstverständlich mehr erhofft, ganz klar, aber ja, was meine Hoffnungen sind, hat ja oftmals mit der Realität dann auch leider nichts zu tun. Also, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein von der Rentenerhöhung 2024. Näheres zu diesem Thema, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.